Ja, willkommen Leute, neues Projekt, ich habe es angekündigt per Bulletin. Eventuell werdet ihr es aus dem Dingensgerechen entnehmen können, aus dem Titel. Let's Play Shitty Games, ja. Ja, mit dabei Daniel. Servus Leute und so jetzt kleinen Background, Hintergrund, Informationsdingens. Ja, ich habe dieses Spiel ausgesucht. Ich bin der Erste, der irgendwas aussuchen durfte. Und für die weiteren Games seid ihr gefragt. Aber dazu später mehr. Genau. Also ich erkläre euch ganz kurz das Prinzip dieser Serie. Das ist jetzt so eine kurze Serie, die ich mal so zur Abwechslung alle ein, zwei Wochen mal hochladen werde in Part. In jedem Part werde ich mal ein Spiel durchnehmen. Und ja, diesmal schon dieses komische Pitfight da oder was Daniel der empfohlen hat. Ja, der lacht schon so dreckig, der da. Naja, und ja, wenn ihr auch Vorschläge habt, irgendwelche Emulatoren spielen, die richtig schlecht sind, wirklich richtig scheiße, auf gut Deutsch, ja, schreibt es in den Kommentaren, sagt, Regi, spiel dieses Spiel, es ist so schlecht. Und ich bin auf die Idee zu dieser Serie, bin ich durch den Angry Video Game Nerd gekommen. Falls ihr ihn nicht kennt, ich werde ihn nochmal verlinken. Richtig cooler Atze, der Kyle. Also, beste. Gut, dann würde ich sagen, fangen an. Ja, okay. Wir spielen jetzt das Spiel einfach so lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Und bei richtig das schlechten ist Spielen. Schnell passieren. Ja, glaube ich auch. Naja, egal, legen wir mal los. Okay, ey, wir haben. Bitte weiter, ihr seht's. Da haben wir doch hier so richtig geile Spiele. Mega Man X3, hier nochmal X3 und Kaizo Mario haben wir ja auch noch. Und da haben wir Pitfighter. Naja, egal. Wollen wir jetzt angehen? Ja. Okay. Oh, sehr ansprechend. Ich weiß. Okay, fangen wir an. Was ist das denn? Du machst doch Shitty Games. Was ist das? Das ist Pit Fighter. Boah! Guck mal, die Zuschauer! Oh Gott. Naja, okay, das war's jetzt erstmal mit der Demo. Hallo? Ja, okay. Bass. Was ein geiler Name. Bass. Ja, da. Guck dir mal die Oberarme an. Brauch ich hier Undertaker. Body Slam. Pile Driver. Richtiger Undertaker. Ex-Pro Wrestler und. Hallo? Kann ich dich ausruhen, wie ich nehmen will? Was? Den wollte ich nicht! Den musst du aber. Was zum Arsch? Komm her! Also ich will jetzt der Bass, ne? Komm her! Guck hier so an. Boah, hört euch den Sound an! Ist das ein Gammel-Sound? Ey, das ist nur Button Smash, ich hau ja gerade einfach nur drauf. Ey, der kann jumpen! Komm, Regi, du schaffst es! Ich schaff es! Boah! Guck dir mal die Zuschauer an! Guck dir mal den Kampf an! Boah, du bist gleich tot! Boah! Los! Was? Keine Schmerzen! Naja, gut. Was? Das war's! Hallo? Was macht der da? Okay. Was? Game over. Was zur Hölle? Nochmal, komm. Hey, was ein geiles Spiel, ne? Total. Total. Hallo, ich möchte jemand anderen. Verpiss! Nein! Du kannst, glaube ich, nur Bass nehmen. Ey, ich hab keinen Bock auf Bass. Hier, ich mach jetzt. Ich hau einfach wild auf die Tastatur rum. Hier, mal gucken, vielleicht erreiche ich damit was. Oh. Hey, du musst bedenken, guck mal, der hat hier noch. Boah. Ey. Junge, Bass, steh mal auf. Und guck, was für Kicks der gibt. Guck, richtig 90 Grad Kicks. Alter. Und wofür krieg ich hier Dollar? Ist das Preisgeld, was ich bekomme, oder was? Ja, ja. Und warum trägt der Kerl eine Maske? Warum trägt der Kerl eine Maske? Warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Warum ist denn die Maske auf? Ja, dann blass mir doch rein. Ey, Mann, was ist das für ein Scheißspiel? Ich will dich nicht. Guck doch, der hat auch diese Kriegsbemalung auf. Boah, ich. So, jetzt komm, du musst jetzt draufhauen. Du musst jetzt hier. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen, Rocky Balboa. Ich glaube, ich blende da Musik rein.
Genau. Komm, einfach die ganze Zeit Kicks. Komm, du schaffst es. Gib dir mal ein paar 90 Grad Kicks. Guck mal, der springt wie so ein Frosch. Was? Hier, ins Gesicht, zieh die Maske aus. Mucha Libre, der sieht aus wie Rey Mysterio. Rey Mysterio. Das ist Rey Mysterio, glaub mir. Komm, keine Schmerzen. Schlag den Jab. Boah, die Puzzlebomben. Ey. Ist dir schon mal aufgefallen, dass er immer die Farbe verliert, wenn er tot ist? Ja. Warum läuft der so dumm an? Um Gottes Willen. Das Spiel wurde also 1991 gemacht, okay. Jetzt weiß ich auch, warum bei YouTube steht, dass das so ein Worst Game einfach ist. Ich weiß, glaube ich, auch warum. Aber irgendwie muss man doch hier andere Leute nehmen können. Oh! Also, sieht aus wie Rüstü, ey. Mit Sackgriffsbemalung. Rüstü. Das ist aber auch, ich finde das jetzt, das ist auch ein bisschen unfair, weil guck mal, der hat ja schon über 200 an, hier ein Staying Power. Ah, das ist die Power von dem! Ja, sicher. Nee, und unter was ist denn deine? Komm, keine Schmerzen! Ey, ich geb's auf. Das gibt's nicht. Komm, du musst wenigstens den ersten Gegner besiegen. Okay, wir spielen die Scheiße durch den ersten Gegner besiege, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich... Wenn ihr wirklich Scheißspiele habt, schreibt sie in den Kommentaren, ja, ich will alle Scheißspiele hier haben. Wenn ihr Regibang leiden sehen wollt, könnt ihr auch mal so übertrieben schwere Games reinposten, aber die auch scheiße sind. Aber jetzt nicht bitte so unfair wie dieses hier. Und oh, dann sieht gut aus. Oder nicht? Ja, komm. Keine Schmerzen. Guck, der war die ganze Zeit dasselbe. Boah, Rey Mysterio, wo bleibt der 6x9, du Bastard? Komm hier, gib mir mal einen 90 Grad Kick. 90 Grad Kick, hier. Ein Wunder, dass die Hose nicht reißt. Ja, was soll das heißen? Hast du das gesehen? Der hat mir den Finger auf mich gezeigt. Ja. Meine Güte. Du bist der Nächste. Ich mach dir hier einen auf Chong Li. Platzwort. Ich hab keinen Bock mehr auf den Bass. Ich glaube, den musst du aber die ganze Zeit nehmen. Solange bist du... Oh, ne. Warum macht der immer diese komischen Stöhngeräusche, wenn er genommen wird? Wo immer so ein komisches... Hä? Boah! Was war das denn? Der Piledriver schlechthin! Boah, bleib mal locker! Ey, ich geb's auf. Das geht nicht! Los! Darf ich cheaten? Weiter. Darf ich cheaten? Hä? Darf ich cheaten? Von mir aus! Ja gut, dann such ich jetzt gleich Cheats. Du kleiner Bastard! Guck, jetzt vergewaltigt den. Siehst du, dass der vergewaltigt den? Der Arme. Zumindest bei den ersten Gegner besiegen kannst. Und immer, wirklich immer, wenn ich verliere, komme ich zum Title Screen. Press Select to choose your fighter. Ah! Was ist das denn? Ups. Die Einrastfunktion aktivieren. Nö, kein Bock. Okay, was? Tai. Kickbox. TY. Split Kick, Flying Kick, Roundhouse. Roundhouse. Chuck Norris. Kickboxing Champion. Kato. Third Degree Black Belt. Also Schwarzgurt dritten Grades. Combo Punch, Flip Kick, Backhand. Okay, komm. Nee. Oh, hast du die Pose gesehen? Ja. Komm. Boah, der verbeugt sich noch. Junge, das ist ein Kampf um Leben und Tod. Vollkontakt Turnier. Vollkontakt. Hier, das Kamehameha Turnier. Nee, wie ist das? Komitee. Ja, das Komitee. Guck mal, ey, immer wenn ich wirklich eine gute Chance habe, macht der immer das gleiche und. Oh. Immerhin kannst du schon mal jetzt einen anderen Kämpfer auswählen, das ist schon mal gut. Oh, hast du den Kick gesehen? Fortschritt. Nicht wirklich. Du bist der Nächste. Oh Gott. Also beim ersten Mal hast du besser ausgesehen. Kein Bock auf den. Wir nehmen TY. Boah. Was ist voll der Bigfoot. Was ein Bigfoot. Oh, der kommt sogar über 90 Grad. 100 Grad. 100 Grad. 100 Grad Kicks.
Und was macht der da unten, wenn er am Boden ist, ey? Das sieht aus, als wenn er den Boden vergewaltigen würde. Guck mal, wenn die am Boden liegen. Siehst du, die zuckeln da. Ja, ja. Bam. Guck jetzt wieder. Was macht der da? Oh. Das ist von dem beeindrucken. Chong Lei, Chong Lei, Chong Lei. Raus aus der Ecke, raus aus der Ecke. Ja. Nein. Du schaffst es, Regi. Nein. Nein. Ey, ich hätte was geschafft. Du bist der Nächste. Du bist der Nächste. Wie gesagt, Leute. Nochmal hier zu der Serie. Gelegentlich nehmen wir zur Abwechslung auch mal andere Gäste. Daniel wird sicherlich auch nochmal dabei sein irgendwann. Was ist das? Die Einrastfunktion. Das ist, wenn du zu oft diese komische Taste da gedrückt hältst. Genau. Warten, warten, warten. Warten, warten, warten. Ich schaffe sie nicht so oft hintereinander drücken. TY war gut. Boah, Bigfoot. Guck dir mal diesen Fuß an, ey. Da macht den Yeti Konkurrenz. Alter, und ich... Chewbacca! Boah, was so... Penispaarungsschrei. Penispaarungsschrei. Bleib mal locker, was ist das? Boah! Unbesiegbare Gegner. Ey, ich kann nicht mal den ersten Gegner besiegen. Ist ja nicht so, als ob das ein Boss wäre oder so. Was macht der da? Ich glaube, der wollte sich gerade ein Super Saiyan verhandeln. Und warum trägt ihr überhaupt eine Maske? Bigfoot. Jetzt bewege ich mich, komm. Okay. Guck mal, der lässt mich nicht mal aufstehen. Genau, genau. Boah. Was macht der? Boah. Der fickt den Boden. Fickt den Boden. Bleib da, genau. Super, richtiger Löwe bist du. Los, TY. Kickbox-Weltmeister aus Berlin, München, Kreuzberg. Berlin-Neukölln, Kickbox-Weltmeister. Komm, ersten Gegner, den musst du doch schaffen. Komm, wenigstens den ersten Gegner, den musst du besiegen. Dann erlöse ich dich auch. Ey, ich sag mal so, entweder den ersten Gegner oder 20 Minuten. Ja, okay. Auch gut. Boah, das ist der erste Kampf. Und ich schaff den nicht. Und ich weiß nicht mal, wie man Spezialtechniken macht, Spezialattacken. Boah! Die ganze Zeit nur diese 100 Grad Kicks. Hör auf, so zu lachen, Waffe. Boah! Double KO! Das ist auch ein Monster, wenn er sich draufhaut. Guck mal, der hat seinen Körper nochmal so richtig schön eingeölt, der Gegner. Siehst du, das guck, wie der glänzt. Ja, guck mal, kein Wunder, warum du kaum triffst. Du rutschst doch immer ab. Genau, das ist so ein türkischer Ölwrestler. Vielleicht trägt er deswegen auch eine Maske. Genau, der will unbekannt bleiben. Oder der ist super hart, Türke halt. Boah! Ja, guck mal, du hast ja gesehen, guck mal, du hast nur ein Staying Power da von 150 oder so. Und der hat schon über, der hat 220. Oh Gott! Und guck mal, die Zuschauer, können die mich irgendwie helfen oder so? Ich bin am Sterben, Jungs! Schmeiß mal irgendwas, Baseballschläger oder so rein. Baseballschläger? Müsst jetzt hier einen auf, hier, Türke in der Großstadt machen oder was? Boah, übertreibst du nicht. Nein, Mann, ich komm mit meinem Butterfly. Ich schmeiß mal einen Butterfly rein, irgendeiner. Butterfly? Guck mal, dass sie einfach immer so rumtänzeln müssen, weißt du? Muss man gleich drauf achten, wenn der Kampf beginnt. Meiner, der tänzelt da so rum. Genau wie dieser Karateka-Bastard von eben. Der verbeugt dich nochmal so richtig schön. Nach dem Motto, Hose runter. Ich bin bereit. Boah, raus aus Kick. Du trittst ihm ins Gesicht und nichts passiert. Ja, der, weißt du, der blockt ab. Boah, Big Boot. Guck, du schwächst den, auf einmal wird der stärker. Ja, keine Ahnung, da rastet der auch immer so richtig aus. Ey, ich hab den unter 100 gebracht. Neuer Rekord. Nee, du hast eben schon bei 30, beim ersten Kampf. Echt? Ja, sicher. Beim ersten Mal, wo du noch mit Buster gekämpft hast, hast du schon bei 30 gehabt. Nein! Nein! 38! Ah, was geschafft! Guck, was macht der da? Der vergewaltigt den, der arme Junge! Let's play.
Oh Mann. Das habe ich Ich irgendwie ein finde, das bisschen ist ein super K.O.-Tropfen. Einstand hier. Let's play die Games. Hier, Bass, komm Komm, her. Bass. Boah, Deutsch Gradkick. 90 Grad Kick. Guck dir diese wunderschönen Kicks an. Diese langsamen 90 Grad Kicks kann man nicht ausweichen. Oh. Guck mal, ich hätte ihn fast unter meinen HP bekommen und dann wird auf einmal stärker. Ja, komm. Guck, der fickt den Boden mit dem Kampf. Boah, Mann! Puh, egal, noch maximal 4 Minuten, dann bin ich erlöst. Boah. Ich will nicht wissen, was die Abonnenten für hässliche Spiele in die Kommentare posten werden. Ich glaube, die haben noch schlechtere Spiele als ich. Boah. Komm, Bass. Ich stehe auf dich. Vorsprung. Komm, wenigstens einen Kampf. Vorsprung. Um deine Insel zu retten. Go, go, go. Was macht der da? Ach so, jetzt weiß ich, wie man blockt. Oh. Hey! Hä? Ich weiß nicht, man blockt! Ja, ich hab's gehört! Boah! Der hat mir einen Schlag fies abgezogen! Das ist bestimmt der Special Move da von dem Rey Mysterio da. Frosch! Froschsprung! Froschsprung! Oh. Aber guck mal, du weißt jetzt immerhin schon mal nach 16,5 Minuten, wie man blockt. Das ist ja schon mal gut. Oh, Fortschritt! Wow! Erster Gegner! Froschsprung! Froschsprung! Ins Gesicht, ins Gesicht. Boah, hast du ihn gesehen? Blocken! Raus aus der Ecke, raus aus der Ecke! Schlag die Jab, schlag die Jab! Halt die Decke oben! Das wird heute nichts mehr, glaub ich. Das wird heute nichts mehr. Guck, was der für Scheiße macht! Komm, hau ab, hau ab, hau ab! Vorsprung! Vorsprung! Oh. Der hat bestimmt irgendwie K.O.-Tropfen oder so in die Fäuste gemischt. Der kippt auch immer so schnell um bei einer. Am Ende vergreift er sich an dem. Boah! Hast du die Rolle gesehen? Guck mal, vergewaltig dich voll. Du hast bis jetzt nicht einen Schlag gemacht. Ich glaube, das wird ein perfekt Move für ihn. Perfekt. Oder? Nein! Nein! Boah! Komm, hau drauf! Boah, Double Kick! Komm! Pass los! Was leid dir? Los! Komm! Ah. Boah, Gott! Boah, was ist das für ein Gegner, ey? Der ist ja schon übermächtig. Richtiger Anabolika. Ey, das wird heute nichts mehr, Leute. Das schaffen wir einfach nicht. Boah. Komm, Bass. Vorsprung. Vorsprung. Alter. Du darfst nicht nervös werden. Der ist unter meiner HP. Was? Du darfst nicht nervös werden. Draufhauen, draufhauen. Genau. Ja. Aufhauen. Ja. Oh, nein! Komm schon! Genau! Komm schon! Ja! 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 Huh! 19 Minuten! Erster Kampf! You made it! Hab ich das Spiel geschafft? Ja. Durchgespielt? Nein! Oh! Okay, sag dich, jetzt kommt noch ein Gegner. Nein! Natürlich, das Match 2. Boah! Guck mal, mein Leben endlich mal refilled! Was ist das denn? CC! CC, Alter, Close Combat. Oh. Nee, ich gebe auf. Ich hab. Wir gucken jetzt erstmal, ob du jetzt wieder bei Match 1 bist oder. Game over. Ich muss nochmal von neu anfangen. Was? Siehst du doch. Was? Und ja, Leute. Ich sag euch mal was. Und zwar, Leute, die das Spiel damals original geholt haben für die SNES, die haben. Jetzt bitte nicht erschrecken, die haben $85 für die Scheißspiel bezahlt. Was? $85. $85? Ja. Alter. Wie, du bist der Nächste? Komm her. Ah, ah, ah. Du hast keine Chance gegen mich.
Bam, bam, komm, bam. Jetzt schaffst du, komm. Zweites Mal noch, komm. Vorsprung. Vorsprung. Komm schon. Ja. Nein. Boah, Tombstone. Oder Piledriver, egal. Okay, gut. Ring, ich erlöse dich. Du bist bei über 20 Minuten. Du hast den ersten Gegner geschafft. Ich gib's auf. Was? Du bist jetzt erlöst. Leute, egal was ihr macht, spielt dieses Spiel bloß nicht, ja? Spielt es nicht! Glaub mir. Ich guck wieder die dumme Demo. Das ist CC. CC, Close Combat, egal. Also Leute, danke fürs Zugucken. Spielt dieses Spiel auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, ja, und was ist das denn? Gut, ich überlegen. Nur Windel. Babywindel. Boah, Schubangriff. Und ja, Leute, das ist die Demo. Senkkopfstoß, Lucario. Matarazzi. Marco. Nein, Zidane ist das. Ja, stimmt, Zidane, genau. Egal, Leute. Also nicht Let's Play und in den Kommentaren die anderen Spiele, die ihr von mir sehen wollt, nicht vergessen zu posten. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald, mach's gut und ciao, Herr Rigi. Ciao.